In Nürnberg. Hamid hat einen Termin mit Elvis Rogers, einem Spediteur, der schon seit Jahren von einem krassen Sportcoupé träumt. Elvis. Grüß dich. Alles schön, dass du da bist. Ja? Ja, sehr gerne. Wollen wir uns setzen? Elvis, warum bin ich hier? Du bist der Traumfänger, hat man mir gesagt. Was Autos betrifft. Ja. Genau. Ich würde mir gerne einen Traum erfüllen. Ich würde mir irgendwas Schnelles wünschen. Okay. Ein Auto mit 600 PS mindestens. Ganz wichtig, es soll alltagstauglich sein. Unter alltagstauglich verstehe ich, es soll vier Sitze haben, dass ich die Familie mitnehmen kann. Okay. Und es soll luxuriös sein. Aber was ist denn für dich Luxus? Luxus ist für mich, wenn ich mit 600 PS irgendwo ankomme und keine Rückenschmerzen habe. Okay. Also so ein Supersportler ist definitiv nichts für mich. Weil, verstehe. Ich brauche den Komfort. Da bleiben nicht viele Autos übrig. Das ist einfach so. Wie alt darf es denn maximal sein? Also nicht sehr alt. Sollte noch eine volle Garantie haben. Achso, okay. Was ist dein Budget? 250, 275, nicht mehr. Ich bin jetzt mal so frech und schreib mal einfach 280. Okay. Okay, Max Budget. Okay, Elvis, dann habe ich das soweit. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Ich bin gespannt. Okay. Ich freue mich drauf. Klasse. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich träume von diesem Auto bestimmt schon 40 Jahren. Und das ist ein Traum, der hoffentlich Realität wird. In dieser Liga sind Reparaturen extrem teuer. Hamids Expertise schützt vor fünfstelligen Überraschungskosten. Und Luxusautos werden oft nicht inseriert. Er stöbert sie über seine Connections auf. Das große Problem ist hier, dass wir ein Budget haben von ca. 280.000 Euro. Da kommen wir auf 20 Autos. 25 Autos, vielleicht in ganz Europa, die dafür in Frage kommen. Wenig Kilometer, über 600 PS, alltagstauglich, vier vollwertige Sitze. Das wird schwer. Das wird echt schwer. Hamid hat einen Termin in Werlte bei Meppen, nahe der holländischen Grenze. Luxusanbieter Roman Wieser hat einige ausgefallene und millionenschwere Fahrzeuge im Angebot. Hi. Hi, grüß dich. Hamid Mossadegh. Roman Wieser. Freut mich sehr. Du hast ja wahnsinnig schöne Autos hier. Ja, hat was, ne? Das ist ja unglaublich, das ist ja unfassbar. 918 TDF, ein Sterling Moss, ein 722. Das ist mal so nebenbei, es stehen hier so roundabout 6 Millionen Euro. Wir sind hier richtig. Ist schon krass, ja. Ich bin wegen den First Edition Continental da. Die First Edition Sonderausführung des neuen Bentley Continental GT mit 635 PS. Ein exklusiv ausgestatteter Grand Tourer. In begrenzter Stückzahl produziert und ausverkauft. Neu bekommt man ihn gar nicht mehr. Deswegen ist er gebraucht teurer als der Listenpreis. Dieser GT ist gerade mal eine Woche alt. Er hat vier vollwertige Sitze und soll 279.000 Euro kosten. Unfallfrei, nachlackierungsfrei, deutsches Auto. Okay. Was rufst du dafür auf? 2,79 brutto. Also erwartest du 29.000 Euro über Listenpreis brutto? Ja. Okay. Schauen wir uns das Auto mal an. First Edition. Bentley First Edition, das sind die ersten Autos, die auf den Markt kommen. Sehr, sehr gefragt im asiatischen Raum. Wenn man so ein Auto ganz schnell haben möchte und auch ein First Edition haben möchte, muss man damit leben, dass man auch über Liste bezahlt. Eine mega coole Farbkombination. Hast du das Auto selber so konfiguriert? Sehr, sehr cool. Diese Verarbeitung alleine, ne? Dass du das hier. Also, das ist ein Bentley halt, ne? Dann First Edition hast du ja die Diamond-Innenausstattung. Ja. Das darfst du auch nicht vergessen. Soft Close. Sehr geil. Auch hier wie filigran 12 hier eingegangen. Also, es ist einfach. Man muss sich hier mit diesen ganzen Details beschäftigen. Ne? 712 mal gestickt, eine so eine Raute. Ein Lenkrad brauchen sie 3 Tage für, bis sie so ein Lenkrad zusammen haben. Also ist schon sehr cool. Und alles Handarbeit. Absolut. First Edition bedeutet die ersten produzierten Fahrzeuge der neuen Reihe. Da kann es schon vorkommen, dass nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Auch bei einem Bentley. Onyx Black, schwarz Metallic in dem Fall. Aber auch wenn du hier dann dir die Lackierung genau anschaust, ist ein bisschen wellig, auch hier komplett. Also wir reden hier über ein Auto für 279.000 Euro. Also wenn du die Lackierung jetzt vergleichst mit einem Porsche oder mit einem Mercedes, ist diese Lackierung eine glatte 5. Sorry, die Lackierung ist grottenschlecht. Ist ein Engländer. Ja, aber ist so. Ist so. Die Lackierung des Deutsch-Engländers ist an mehreren Stellen mangelhaft.
Hier siehst du es auch hier vorne, ne? Ja. Das ist unglaublich. Die Linie, ne? Genau. Ne? Aber dafür machst du die Motorhaube fast ein W12, 6,0 Liter, Twin-Turbo. Und du siehst hier noch tatsächlich deinen Motor. Ja, auf jeden Fall. Das ist nur bei Bentley. Bei Mercedes ein W12, da ist alles zu. Ja, absolut, absolut. Positiv, der GT hat viele Extras wie Frontkamera und einen Alu-Tankdeckel. Lass uns jetzt einmal eine Runde damit fahren und danach setzen wir uns mal hin und gucken, die Preisgestaltung über... Nach oben geht, gibt es gar keine Grenzen. Also wir können nach oben fahren immer. Ja, klar, ich weiß. Der Continental GT ist ein fast 2,3 Tonnen schweres Allradgeschoss und kommt in 3,7 Sekunden auf 100. Probieren kann das Hamid nur vorsichtig. Er ist ja noch nicht eingefahren. Jetzt bin ich mal auf Sport gegangen. Und dann hörst du noch deine Turbo. Hörst du das? Dieses bisschen Sau. Ja, genau. Einmal rein und raus damit, ne? Du hast null Turboloch. Also ich habe jetzt kein Stück Turboloch gespürt, so wie das ja bei den Vorgängern enorm war. Ja. Das haben sie auch gut im Griff. Der Bentley könnte passen. Power hat er schon mal. Die Plattform teilt sich der Nobelbrite mit seinem Konzernbruder Porsche Panamera. Er sollte also gut auf der Straße liegen. Alter Schwede. Also der geht gut ab und du kannst locker mit der Geschwindigkeit in die Kurve fahren. Dein Allrad verzeiht dir viele Fehler. Ja. Das ist ein schönes Auto. Schön ja, aber nichts für Puristen. Denn der GT ist ein Flickwerk aus verschiedenen Marken des VW-Mutterkonzerns. Ja, da kommen natürlich die Details. Das ist natürlich wiederum, das ist Golf. Ja. Das ist Golf. VW halt. Irgendwo kommt es immer wieder. Porsche, Panamera, Navi. Dann hast du hier und da mal wieder VW und so weiter. Ich habe einen Nachteil. So ein Schlüssel. Es ist so ein Klotz. Und wenn du dann noch so eine Jeanshose jetzt anhast und das in deine Tasche hast. Ne? Ja. Es ist wie Handy in der Tasche. Ja, genau. First Edition hin oder her. Für Hamids Geschmack verlangt Roman zu viel. Die Probefahrt war gut. Die war schon mal gut, ne? Aber 2,79 ist zu viel. Es bleibt immer noch ein Bentley. Es bleibt ein Mix von hinten Heck haben wir gesagt Audi A7. Navi haben wir gesagt Porsche Panamera. Audi Motor. Wenigstens haben wir hier noch ein bisschen deutsche Qualität drin. Ne? Nicht nur alles von Engländern. Wir haben ein bisschen Porsche drin, wir haben ein bisschen Audi und VW drin. Ne? Und ein Bentley-Label. Und ein Bentley-Label, ja. Aber das macht das Auto halt besonders. Ich zahle 260.000 Euro. Das ist mir zu wenig. Es bleibt ein Konzernauto und es werden über 2.000 Autos pro Jahr produziert. Aber First Edition sind ausverkauft. Absolut. Wenn ich bei Bentley hingehe und sage, ich will ein First Edition, gibt man mir bitte 20.000 Euro Nachlass, dann sagen die, da ist die Tür und tschüss. Ich will mit dir ein Geschäft machen, 260 schmeiße ich in den Top, gib mir ein Gegengebot. Wir treffen uns in der Mitte, 270, das ist, glaube ich, von beiden Seiten fair. Deal. Alles klar. Machen wir. Okay, danke dir. Dass wir da ihn noch mal 10.000 Euro nach unten bewegen konnten, ist schon ein Erfolg. Allerdings werde ich jetzt mir natürlich noch andere Autos anschauen. Dann gucken wir, ob der Continental immer noch diese große Rolle spielt, die er jetzt gerade spielt. Der nächste Wagen steht im 600 Kilometer entfernten Bayreuth. Auf Hamid wartet ein vielsitziges Fahrzeug mit fast 700 PS. Von einem Kulthersteller, der eher für seine Supersportwagen bekannt ist. Morgen. Hi. Moin. Hamid Mossadegh. Martin Gottselig. Hallo. Hallo. Ich habe angerufen wegen Ihr GTC 4 Lusso. Ja. Der Ferrari GTC 4 Lusso ist ein 690 PS starker Reisewagen. Das scharfe Gerät aus Maranello ist in 3,4 Sekunden auf 100 km/h. In der Basis sind dafür 260.000 Euro fällig. Dieser Lusso mit vielen Extras ist 6 Monate alt und soll gewaltige 289.000 Euro kosten. Fahrzeug ist neuwertig. Okay. Hat erst 1500 Kilometer gelaufen. Okay, und du willst das Auto schon verkaufen? Ja. Erzähl mal. Ich dachte, ich mache eine Freude meiner Frau. Okay. Wir bekommen Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aber leider doch nicht das praktischste Auto. Okay. Normalerweise habe ich nur zweisitzige Fahrzeuge. Und okay. Da dachte ich, okay, okay, nehmen wir doch was Sportliches mit okay. Vier Sitzen. Okay.
Aber leider war das doch nicht das Passende, darum muss er leider wieder weg. Okay. Da passt selbst der kleinste Kinderwagen nicht rein. Ein teurer Fehlkauf. Was machst du beruflich? Jetzt bin ich im Familienbetrieb. Okay. Wir haben einen Stall in der Stallbranche. Ah, cool. Produktion. Bist du da im Verkauf tätig? Nein, in der Buchhaltung und Administration. Dabei hat Martin offensichtlich Verkaufstalent. Er probiert alles. Sag mal, hast du es foliert? Eine Steinschlagfolie. Steinschlagschutzfolie drauf? Genau. Ah, okay, verstehe. Und die Winterräder? Winterräder gibt's keine. Gibt's keine? Nein, wozu? Wir sind zwar in Bayern, aber hier bei uns liegt wenig Schnee. Du redest mir das Auto so schön und dann... Er hat Allrad, dann brauchst du keine Winterräder. Ach so. Ja, ach so. Darum geht's. Ach so, okay. Wenn dein Auto sauber wäre, ne, hätte man auch alles sehen können. So fällt mir das sehr schwer. Man sieht hier, dass es foliert ist. Hier sind noch kleine Bläschen. Okay, hier. Und dann haben sie es auch hier drumherum. Ja, die Ecke kommt schon hoch. Aber das sind Kleinigkeiten, Hamid. Die Problematik ist, wenn es jetzt anfängt zu regnen und da Feuchtigkeit runtergeht, das dauert 3 Monate, 4 Monate, gar keine Frage. Wir gehen jetzt aber auf Winter zu. Ja, ja. Dann zieht sich das und zieht sich das und dann sieht es einfach nicht mehr schön aus. Da kommen doch Investitionen auf uns zu. Die Folierung gefällt mir nicht ganz, die würde ich neu machen. Da liegen wir bei 2.000 Euro. Winterreifen, Original-Winterradsatz, 19 Zoll bei Ferrari, liegt ungefähr bei 7.000 Euro. Und da wäre noch die Frage, ist der Ferrari wirklich so eng? Hamids Kunde Elvis will ja einen vollwertigen Viersitzer. Also, ich sitze hinten perfekt. Ich finde, man sitzt hier unheimlich gut. Das sind definitiv keine Notsitze. Ja, Hamid, aber der Maxi Cosi passt trotzdem nicht rein. Ja, gucken wir mal. Der Lusso ist gerade erst eingefahren. Ein herber Verlust. Aber Martin nimmt's locker. Sollen wir eine Runde fahren? Fahren wir. Okay, klasse, klasse. Der GTC 4 Lusso ist alltagstauglich und dennoch eine kompromisslose Fahrmaschine. Spitzengeschwindigkeit 335 km/h und von 0 auf 200 in 10,5 Sekunden. Kurvenlage, alter Schwede. Und der ist sofort da, dann hast du die 12-Zylinder-Sauger. Soundtechnisch mega cool. Auch hier oben alles sehr, sehr fein, sehr cool gemacht. Man hat alles super im Blick, die Spiegel groß genug. Hinten alles super. Riesennavigation. Das Display ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das Display. Sonst Lenkung und so weiter, der ist also mega cool. Und das Interessante ist ja das Allradsystem. Also bis zum 4. Gang fährst du mit Allrad. Und ab dem 5. Gang geht er hinten auf Heck. Genau, genau. Dann ist es ein richtiger Sportwagen wieder. Dann ist es wieder ein richtiger Sportwagen. Allerdings fehlt mir dann die Sicherheit, die ich eigentlich mit dem Allrad mir wünsche, oder? Da gebe ich dir recht. Der 12-Zylinder ohne Turbolader liefert permanente Power, die den fast 2 Tonnen schweren Lusso sehr agil fahren lässt. Das ist ein echtes Männerauto. Viel Kraft und innen leicht verspielt. Dadurch, dass du alles auf dein Lenkrad hast, bist du gezwungen, mit beiden Händen am Lenkrad zu bleiben, genau. Weil du blinken willst, Licht, Scheibenwischanlage, Telefon. Es ist alles, du hast keine Hebel mehr, gar nichts mehr hier an der Seite. Ne? Haben sie sehr schön gemacht. Ne? Absolut. Das ist ein eigenständiges Fahrzeug. Hier setzt du dich nicht rein, wo du noch Audi-Knöpfe hast oder Porsche Panamera Navigation hast. Gar nichts. Hier setzt du dich rein und hast pur Ferrari. Und einen kompromisslosen Supersportler. Wir sind im Sportmodus. Jawohl. Okay, das Geile ist ja auch Wett, wenn ein bisschen regnet. Und Snow natürlich. Und jetzt gehen wir mal das. Geht gut. Alter Schwede. Das ist dann doch ein Ferrari, ne? Das sind die Emotionen. Das ist die Power. Jetzt haben wir hier ein bisschen Kurven. Das ist auch geil. Alter Schwede. Ja, das Auto hat Power ohne Ende. Ja. Und liegt auch super auf der Straße, wie ein Brett. Oder? Sehr, sehr cool. Kaum Windgeräusche. Ja, durch die Doppelverglasung. Ja, sehr gut. Der Ferrari ist sehr sportlich, aber auch sehr teuer. Mit 289.000 Euro liegt er 9.000 Euro über Elvis' Budget. Der Italiener muss günstiger werden. So, Martin. Schönes Auto, gar keine Frage. Ein wunderschönes Auto. Ich finde, das Auto lässt sich unheimlich gut fahren. Das Auto erfüllt alle Punkte, die ein Viersitzer erfüllen muss. Da gebe ich dir recht. Ein Traumauto. Traumauto. 310.000 Euro hat er neu gekostet.
Du bietest das Auto jetzt an für 289, bist der teuerste. Und der beste. Deutsches Fahrzeug, eingefahren für den neuen Besitzer. Ja. Ich sehe da den Preis gerecht. Es ist zu hoch. Du bist der teuerste auf dem Markt, es ist ein Gebrauchtwagen. Und wenn du damit noch jetzt wartest, das Auto verliert jeden Monat an Geld. Ich würde mal sagen, Ende des Jahres verliert das Auto noch mal 60.000 bis 70.000 Euro. Ich sag dir das so, wie es ist. Ich bin bereit, 275.000 Euro zu bezahlen. Das schmerzt. Das schmerzt sehr. Ich würde sagen 280.000. Ich gebe dir 279.000 Euro. Damit sind wir so sehr nah aneinander. Ich glaube, das wird eine Riesenlehre sein. Jetzt wirst du immer ein Maxi-Cosi mitnehmen, bevor du ein Auto kaufst. Definitiv. Es wird ein richtig teurer Maxi-Cosi bei dir. Und ich nehme das Auto mit. Dass ich mir einen neuen Maxi-Cosi kaufe, machen wir einfach noch 500 drauf und wir sind im Geschäft. Alles klar. 279.500 Euro. Jawohl. Okay? Dankeschön. Vielen Dank, danke. 279.500 Euro für ein Auto, was erst ein paar Monate alt ist, 1.500 Kilometer hat und vor ein paar Monaten noch 310.000 Euro gekostet hat. Das ist schon heftig. Der Preis passt jetzt, aber reicht der Komfort des Ferrari? Hamid hat noch einen Termin in Berlin. Vielleicht ist ein Rolls-Royce Coupé eher das Richtige für Elvis. Sebastian. Hamid, mein Lieber, ich grüße dich. Alles gut? Danke. Geht's dir auch gut? Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin da wegen einem Rolls-Royce Race. Ist es das Auto? Das ist das Auto tatsächlich. Okay. Das ist der sportlichste Selbstfahrer von Rolls-Royce. Der Wraith hat 12 Zylinder und 632 PS unter der Hochglanzhaube. Dieser Brite ist 3 Jahre alt und hat erst 6.400 Kilometer auf der Uhr. Die Innenausstattung ist eine Spezialanfertigung aus Echtholz und Leder. Der Neupreis für dieses Einzelstück lag bei satten 370.000 Euro. Die Räder, das sind schon 21 Zoll Räder, aber ja, die wirken so klein. Ne? Auf dem Auto wirkt gefühlt alles klein, ne? Das ist halt so. Ja. Auch wenn du dich reinsetzt, du musst ja schon eine Landkarte haben, wie du nach hinten gucken kannst. Das ist echt Wahnsinn. Hamid schaut penibel hin, denn in dieser Liga kostet jede Reparatur grausig viel Geld. Allein die Lackierung 13.000 Euro. Dann hast du ja deinen Regenschirm auf dem Knopf, zack, beheizt. Mhm. Das finde ich sehr cool. So ein Regenschirm ist zwar serienmäßig, aber wenn man so einen Regenschirm verliert, liegt man ungefähr bei 700 Euro. Das ist ein 700-Euro-Regenschirm, ist schon nicht schlecht. Wenn alles vorhanden ist und der Zustand gut, kann man beruhigt einen Gebrauchten kaufen. Denn den größten Wertverlust haben die edlen Briten schon hinter sich. 370.000 Euro brutto. Mhm. Und knapp 4 Jahre später möchtest du jetzt wie viel für das Auto haben? 239.000 Euro möchte ich gerne dafür haben. Okay. Das heißt 130.000 Euro. Richtig. Verlust. Und wie viele Kilometer hat er jetzt? Der hat jetzt 6.400 Kilometer. Wahnsinn. Warum kaufe ich mir ein Auto für knapp 400.000 Euro, dass ich im Jahr 2.000 Kilometer mitfahre? Weil du wahrscheinlich Minimum 10 andere Autos noch hast und dann halt nicht so viel fährst. Dann fliegst du und dann bist du auf Auslandsreisen. Das stimmt. Hat man 4 vollwertige Sitze? Hast du tatsächlich. Ja. Die müssen es für Elvis sein, also nachprüfen. Und du siehst, wir haben hier bei Beinfreiheit vorne ist, da können Leute sitzen, die sind 1,80, 85 jetzt in der Konfiguration. Ja, ja. Das muss schon ein NBA-Spieler sein, Basketballspieler da vorne. Und ich sitze immer noch super hier hinten. Aber auch ein Rolls-Royce hat seine Schattenseiten. Wenn ich jetzt ein Foto machen würde, ne? Ja. Könnte es ein BMW 1er sein? Na klar, das ist alles mit drin. Okay, man kann nicht alles haben. Die Emily. Wenn einer versucht, das Ding zu klauen. Weg ist sie. Weg ist sie. Lass mal eine Runde fahren. Ich würde mich freuen. Okay. Okay. Wie sportlich ist der Wraith? Immerhin wiegt er 2,4 Tonnen und fährt nicht schneller als 250 km/h. Mir fehlt hier eine Sporttaste noch, wo man einfach sagen kann, so jetzt gehe ich mal auf Sport, weil ich habe ja 632 PS vorne. Wichtig ist mir, dass wir jetzt sehen, Kontrast. Ja. Ruhig gleiten. Ja. Und jetzt einmal. Bäm. So. Ja. Ja. Du bleibst so locker da. Ja. Wenn der Kunde es möchte, haben wir 632 PS. Wir haben 800 Newtonmeter bei 1600 Umdrehungen. Super früh. Und du hast jederzeit dieses Gefühl, wenn ich mal überholen muss, dann kann ich es auch. Hamid ist überrascht. Der 6,6 Liter Motor zieht ordentlich durch. Überraschend ist auch, dass im Wraith etwas fehlt.
Wo sind meine Massagesitze? Der hat gar keine Massagesitze. Der hat keine Massagesitze. Keine Massagesitze. Okay, kann ich auch erklären, warum? Okay, erzähl. Denn Massagesitze bei Rolls-Royce vorne sind nur im Gesäßbereich. Okay. Das heißt, die haben hinten, dann sagt, okay, von der ganzen Haptik, von der ganzen Aufmachung des Sitzes passt das nicht rein in dieses Design unserer Sitze und auch vom Komfort. Natürlich, wenn du die ganzen Kabel hinten hast, sagen sie, naja, hast du so ein bisschen Komforteinbuß und das wollen sie einfach nicht. Deswegen ist so fantastisch, wie schön du das redest. Gut, ne? Das kann ich. Ich fahre einen Rolls-Royce und habe keine Massagesitze. Ich kann mir eine S-Klasse kaufen, da habe ich eine. Richtig, kannst du. Aber du kannst es so geil gut, ne? Schön reden, ist ja Wahnsinn. Auch enttäuschend. Es gibt keine Winterreifen. Die kommen speziell von Rolls-Royce und müssen extra gekauft werden. 14.000 Euro für Einsatz Winterräder. Mhm. Das möchte ich von dir haben. Unglaublich. 14.000 Euro. Damit steigt der Preis auf 253.000 Euro. Habe ich zu viel versprochen? Nein, ne? Nein, du hast nicht zu viel versprochen. Das Auto ist einwandfrei, bis auf eine Stelle. Das habe ich hier vorne. Das ist ein Fehler. Genau. Massagesitze habe ich einfach nicht. Mhm. Und ich habe die erste Serie. Da muss ich den Kunden natürlich überzeugen. Ja, das ist einfach so. Ja. Du verlangst jetzt 239.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. 14.000 Euro. Ich gebe dir 249. 249 gibst du mir. Jetzt liegst du noch an dir. Ja, wir machen das. Ja? Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Okay, ja, super. Mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich würde den Rolls-Royce nehmen. Allerdings liegt jetzt an Elvis, was er genau haben möchte. Es ist zum ersten Mal, dass ich halt jetzt davor stehe und hin und her gerissen bin, welches Auto ist für Elvis richtig. Ich bin raus, Elvis muss das entscheiden. Hamid schickt seinem Kunden Elvis Fotos von den drei Kandidaten. Hamid? Hi Elvis, grüß dich. Also ich habe mir jetzt den Bentley für dich angeschaut, das Auto ist ein Neuwagen. Und dann habe ich einen GTC Veloso für dich angeschaut. Viersitzer, 690 PS, neueste Technik. Und dann habe ich mir jetzt auch einen Rolls-Royce Race angeschaut. 632 PS, 12 Zylinder auch. Da hast du auch mehr Platz. Das Einzige, was mir da fehlt, ist die Sportlichkeit. Und jetzt ist die Frage, entscheide du, was du haben möchtest. Also, ich würde mich auf alle Fälle für den Luso entscheiden. Alles klar. Dann nehmen wir den GTC für Luso. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns nächste Woche. Ich danke dir. Wir sehen uns nächste Woche. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Obwohl der Wagen noch beim Aufbereiter ist, hat Hamid einen Termin mit Elvis. Jetzt will er final entscheiden, ob der Ferrari all seine Träume erfüllt. Alles fit? Alles fit. Super. Und? Bist du gespannt? Schnell. Ja, aber sowas von. Ich bin gespannt, was du davon hältst. 12 Zylinder, 690 PS, Viersitzer. Was sagst du? Bombe. Sieht top aus. Ja? Du musst mir jetzt nur sagen, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Ich bin sowas von dabei. Ja? Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch.